Hallo zusammen! Wenn man Urlaub macht, möchte man am liebsten alles vergessen, um den Kopf wieder freizukriegen. Doch manche Touristen schalten ihren Kopf wortwörtlich ab, was dazu führt, dass sie gegen die Gesetze des jeweiligen Gastlandes verstoßen oder sich extrem leichtsinnig benehmen. Heute erzählen wir euch von den lustigsten, peinlichsten und gefährlichsten Fehlern ausländischer Urlauber, die jemals mit der Kamera gefilmt wurden. Worauf warten wir? Lasst uns loslegen! Wir lüften euch ein kleines Geheimnis. Die schönsten Tiere sind oft die gefährlichsten. Das gilt auf jeden Fall für diese Staatsqualle, deren wissenschaftlicher Name portugiesische Galeere lautet. Der Mann, der diesen Clip gefilmt hat, dachte zunächst, die Meeresbewohner wären völlig harmlos. Dass ihre Tentakeln ein Toxin enthalten, das ähnlich so stark wie das Gift mancher Schlangen ist, erfuhr er erst später, als er mit hohem Fieber und tierischen Schmerzen bettlägerig wurde. Aber eigentlich hatte er noch Glück. Er hätte an den Folgen der Vergiftung immerhin sterben können. Eine Touristin aus Russland fand die Königsgräber des archäologischen Parks in Paphos in Zypern so toll, dass sie beschloss, in den berühmten Sarkophag des heiligen Lazarus zu klettern. Ob sie nur ein originelles Erinnerungsfoto machen wollte oder sich davon eine wundersame Heilung erhofft hat, ist unbekannt. Fest steht, dass sie darin stecken blieb, so dass mehrere Personen eingreifen mussten, um die Frau wieder herauszuziehen. Es ist hoffentlich unnötig zu sagen, dass das, was die beiden auf diesem Video treiben, illegal und extrem gefährlich ist, oder? Aber was tut man nicht alles, um ein cooles Bild im Grand Canyon zu schießen? Ach Kumpel, es freut uns für dich, dass du es dir bequem gemacht hast und dich traust, alleine auf dem Bügel zu sitzen. Aber ein Ankerlift wird ein bisschen anders genutzt. Der Bügel ist nämlich für zwei Personen gedacht, die nebeneinander Platz finden sollen. Denn ohne Gegengewicht läuft man Gefahr abzurutschen und in die Tiefe zu stürzen. Kennt ihr solche Witzbolde, die zuerst im Aufzug herumspringen und sich dann wundern, warum er dann stehen geblieben sei? Jump, one, two, three, jump. Hier ist eine recht ähnliche Situation. Wie konnte man auf die Idee kommen, auf einer wackeligen Hängebrücke zu schaukeln, auf der sich so viele Personen gleichzeitig aufhielten? Nun wisst ihr Bescheid, warum in vielen Touristengegenden jede Menge Warnschilder zu finden sind, die die Besucher über auf den ersten Blick völlig offensichtliche und absurde Verbote informieren. Und hier ist ein weiterer Wettbewerber in der Kategorie die verwegenste Aktion um eines Instagram-Fotos willen. Die Frau glaubt wahrscheinlich in einem Videospiel zu leben und über eine unbegrenzte Anzahl an Leben zu verfügen. Ein freundlicher Tipp an euch. Wenn ihr in einem fremden Land unterwegs seid und einem euch unbekannten Lebewesen begegnet, lasst die Finger davon. Okay. Auch wenn es sehr niedlich wirkt und euch durch seine außergewöhnliche Färbung zum Anfassen geradezu einlädt, wie etwa dieser blau geringelte Kraken hier. Wir können nur raten, was mit diesen Leuten passiert ist, nachdem sie eine enge Bekanntschaft mit dieser Spezies gemacht haben, denn das Tier gilt als eines der giftigsten Lebewesen der Erde. Sein Gift ist so stark, dass es sogar einen Erwachsenen töten könnte, wobei es immer noch kein Gegengift gibt. Was glaubt ihr, kann man sich an der Luft verletzen? Wir können zwar keine Diagnose aufstellen, aber wir finden, dass diese Bilder für sich sprechen. Tiere können zwar nicht reden, aber das heißt nicht, dass sie ihrem Unmut nicht Ausdruck verleihen könnten, insbesondere wenn man sie lange grundlos provoziert. Diese Frau ist zusammen mit ihrer Freundin durch Alaska gereist, als sie eines Tages einen außergewöhnlichen Baum zu Gesicht bekommen hat. Da kam ihr die geniale Idee, ihn von innen zu fotografieren. Anschließend kam sie zur überraschenden Erkenntnis, dass es wesentlich schwieriger war, herauszukommen, als sich hineinzuquetschen. Mal Hand aufs Herz. Wir alle finden Leute, die in den öffentlichen Brunnen baden, nervig. Stimmt's? Besonders genervt reagieren die Italiener auf solche Menschen, denn der Trevi-Brunnen in Rom war bis vor kurzem eine der beliebtesten Badestätten bei europäischen Touristen. Doch vor ein paar Jahren ist die Geduld der italienischen Behörden geplatzt. Seitdem ist für das Baden in den römischen Brunnen eine erhebliche Geldstrafe sowie das Verbot fällig, das historische Zentrum der ewigen Stadt innerhalb von 2 Tagen zu besuchen. Aber wie ihr euch denken könnt, schreckt die Aussicht, von der Polizei festgenommen zu werden, manche Spaßvögel trotzdem nicht davon ab, ihren barbarischen Traum zu verwirklichen.
wundert euch nicht. So sieht ein ganz normaler Tag aus dem Leben der Touristen im irischen Badeort Keen Bay aus. Ja, ihr habt ganz richtig gesehen, es sind in der Tat riesige Haifische, die sich im Wasser tummeln, aber niemanden stört es. Es sei allerdings angemerkt, dass es sich dabei um Riesenhaie handelt, die sich ausschließlich von Plankton ernähren und für den Menschen keinerlei Gefahr darstellen. Doch wenn man bedenkt, dass einige Haiarten, die inzwischen als gefährlich gelten, früher auch für harmlos erachtet wurden, sollte man sich von den Raubfischen vielleicht doch besser fernhalten, oder? Eine wichtige Erinnerung an dieser Stelle. Bevor ihr mit jemandem ein Selfie macht, fragt denjenigen um Erlaubnis. Das betrifft vor allem Tiere und insbesondere Kamele. Es ist so, dass diese Lebewesen sehr empfindlich auf eine Verletzung ihrer Privatsphäre reagieren und keine Hemmung haben, es zu zeigen. Golf ist kein billiges Hobby. Und noch teurer wird es, wenn man vergisst, dass ein Golfmobil nicht dazu da ist, um damit im Rennfahrerstil zu driften. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Kerl mehr Geld für die Zahlung des Schadensersatzes aufwenden musste, als er für seinen ganzen restlichen Urlaub bezahlt hat. Wir sind im Yellowstone Nationalpark, einem der bekanntesten Naturschutzgebiete der USA. Was es hier nicht alles gibt, faszinierende Wasserfälle, malerische Felsenlandschaften und geothermale Quellen. Und bei letzteren sollte man besondere Vorsicht walten lassen. Eigentlich wird den Besuchern generell davon abgeraten, zu nah an sie heranzukommen, denn an solchen Orten ist der Boden sehr weich, sodass man jederzeit einbrechen und sich mit heißem Wasser verbrühen könnte. Diese thailändischen Touristen hatten ein Riesenglück, dass sie nicht bei lebendigem Leibe gekocht wurden. Ah, guckt mal, wie gierig diese Vögel über das Futter herfallen. Es sieht so aus, als ob sie lange nichts mehr zum Fressen bekommen hätten. Und so ist es auch vermutlich. Und dafür gibt es eine simple Erklärung. In vielen italienischen Städten ist das Taubenfüttern per Gesetz untersagt. Eine Strafe bei Verstößen beginnt ab 50 Euro und kann in bestimmten Fällen die stolze Summe von 700 Euro betragen. Aber warum haben die Behörden so einen harmlosen Touristen Zeitvertreib unter Strafe gestellt? Nun, das Fütterungsverbot zielt darauf ab, den Taubenbestand im Stadtgebiet zu reduzieren, sowie Verunreinigung und Beschädigung von Bauwerken und Denkmälern, wie zum Beispiel den Markusplatz, durch Taubenkot zu verringern. Was kann einem die Flitterwochen in einem tollen hawaiianischen Urlaubsort vermiesen? Zum Beispiel eine Begegnung mit einer Robbe, insbesondere wenn es um eine Mönchsrobbe geht, die vom Aussterben bedroht ist. Das Problem war nicht, wie der Meeresbewohner darauf reagiert hat, von der Frau angefasst zu werden, sondern dass sie es überhaupt getan hat. Das Berühren einer hawaiianischen Mönchsrobbe ist nämlich verboten, was die frisch Vermählten wohl nicht gewusst haben. Und zu einem Überfluss haben sie die Aktion auf Video festgehalten und auf TikTok gepostet, wodurch sie sich quasi selbst denunziert haben. Kurz nach der Veröffentlichung des Clips wurden die beiden identifiziert, zu einer öffentlichen Entschuldigung aufgefordert und zu einer Geldstrafe in Höhe von sage und schreibe 72.000 Dollar verdonnert. Zollbeamte am Moskauer Flughafen haben nicht schlecht gestaunt, als sie eines Tages das Gepäck eines Passagiers aus Mexiko inspiziert haben. Als sie seine Koffer öffneten, kamen lauter Spinnen, Schlangen, Skorpione und Krokodile zum Vorschein. Selbstverständlich haben sie die Tiere als Schmuggelware beschlagnahmt und an die zuständige Behörde weitergegeben. Diese Frau muss Magie außerhalb Hogwarts verwendet haben, wo sie mitten in einem Quallenschwarm schwimmt, ohne dass die Tiere sie angreifen. Wir möchten euch für alle Fälle daran erinnern, dass man so etwas nicht tun sollte, wenn man keine Lust hat, während des Urlaubs üble Verbrennung und Muskelkrämpfe behandeln zu lassen. Rotkronenkraniche sind sehr schlaue Vögel. Sie verhalten sich ausgesprochen geduldig, wenn sie es mit lästigen Touristen zu tun bekommen. Doch in dem Moment, in dem man es am wenigsten erwartet, rächen sie sich an ihn. Und das finden wir völlig zurecht. Dieser Mann hat anscheinend vergessen, die Schafe um die Erlaubnis zu bitten, sie zu fotografieren. Kein Wunder, dass ihre gereizte Reaktion nicht lange auf sich warten ließ. Sagt mal, wärt ihr auf die Idee gekommen, in dieses Loch hinabzusteigen? Vermutlich nicht. Und dieses tapfere Mädel ließ sich von ihrer Angst nicht abhalten, da sie unbedingt herausfinden wollte, was da drin ist. Sie meint, die komische Höhle sieht wie die Innereien eines Ungeheuers aus. Wisst ihr, warum es in den meisten Naturschutzgebieten und Zoos verboten ist, die Tiere zu füttern? Oh my God, this is great! Naja, darum. Ihr wollt doch nicht von wütenden Straußen verfolgt werden, während ihr auf Safari seid, oder? Diese Vögel können übrigens sehr schmerzhaft zubeißen. W-
Wisst ihr, wie groß der atlantische Tarpon werden kann? Ausgewachsene Exemplare erreichen eine Körperlänge von 2 Metern und sogar darüber hinaus und können bis zu 150 Kilo schwer werden. Es ist also keine so gute Idee, einen solchen Fisch mit bloßen Händen zu füttern. Nom. Dieser Affe scheint zur Frau zu sagen: Nur weil ich das Futter von dir angenommen habe, bedeutet das noch lange nicht, dass wir jetzt für immer Freunde wären. Verstanden? Wir alle kennen diese unglaublich geduldigen Soldaten der Queen's Guard, die stundenlang völlig regungslos dastehen können. Tja, schade, dass einige Touristen ihre soldatische Selbstbeherrschung falsch interpretieren und glauben, dass sie sie anfassen und generell alles Mögliche anstellen können, um sie zu einer Reaktion zu provozieren. Do not touch the Queen's Guard! Tja, der Typ hat im Prinzip erreicht, was er wollte, aber das war ganz sicher nicht das, womit er gerechnet hat. Die türkische Touristikbranche hat schon bessere Zeiten erlebt als dieses Jahr. 2 Wochen lang haben in fast allen südlichen Provinzen schlimme Waldbrände gewütet, doch das hat Millionen Menschen nicht davon abgehalten, dort All-Inclusive-Urlaub zu machen und das warme Meer zu genießen. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.